Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Bayern und wie ich von unserem Dienstleister erfahren habe, darüber hinaus aus der ganzen Republik, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung des Wirtschaftsbeirats. Ich melde mich aus dem wunderschönen Passau bei herrlichem Sonnenschein. Mein Name ist Rudi Fellner. Ich bin seit 15 Jahren Bezirkssprecher hier in der Region und ich habe diese heutige Veranstaltung initiiert. Mein besonderer Gruß und Dank gilt an dieser Stelle an unsere Präsidentin, Frau Professor Angelika Niebler und an unseren heutigen Ehrengast Manfred Weber. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle gleich mal etwas beitragen. Wir haben heute eines der ersten Formate auf Zoom und ich denke, das wird in Form einer Videokonferenz und ich denke, das wird ein Format sein, mit dem wir in Zukunft des Öfteren im Wirtschaftsbeirat im Dialog sind. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe im Vorfeld natürlich auch dieses Thema unterstützt, vertiefte europäische Integration als Königsweg aus der Corona-Krise. Ja, nach langen Überlegungen und nach langen persönlichen Zweifeln habe ich das Thema über den Haufen geworfen. Es war mir, meine Damen und Herren, es war mir momentan von der Realität Europas zu weit weg. Und ich sehe momentan Europa stumm. Ich sehe keine Antwort, ich höre keine Antwort, ich bekomme keine Antwort auf aktuelle dringende Fragen. Beispielsweise, warum sind unsere Grenzen wieder dicht? Schengen war einmal, Fragezeichen. Warum schreitet man nicht ein beim rasanten Abbau der Demokratie in Polen und Ungarn? Warum findet man keine Lösung zu den bitter notwendigen finanziellen Soforthilfen? Warum hört man nichts zu einem konjunkturellen Wiederaufbauprogramm? Warum hat man die überforderten Gesundheitssysteme in Italien, Spanien, Frankreich und UK nur in homöopathischen Dosen unterstützt? Ja, meine Damen und Herren, und nur über 7 Millionen Milliarden Euro einzusammeln, um für einen Impfstoff zu forschen, meine Damen und Herren, und das als Erfolg zu verkaufen, das ist mir für Europa zu wenig. Mein Thema lautet deshalb: Europa, was ist los mit dir? Ja, damit wäre ich für mich zur Einführung eigentlich zum Schluss gekommen. Ein herzliches Vergelt's Gott nochmal an alle Teilnehmer, an alle Gäste aus nah und fern. Was ich mir wünsche und was sich wahrscheinlich auch unsere Gäste heute wünschen, wären einige positiv stimulierende Aussagen zu einem gemeinsamen Europa, das noch nie so wichtig war wie jetzt. Bleiben Sie bei dem Wirtschaftsbeirat gewogen. So, und jetzt an unseren Moderator, Herrn Dr. Fritz Audebert, Gründer der ICUNET AG, Vorsitzender des Vereins Impulse für Passau, einem überzeugten Europäer. Lieber Fritz, du hast jetzt das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, lieber Rudi Fellner, für die einführenden Worte. Auch dem Wirtschaftsbeirat herzlichen Dank, diese Initiative ergriffen zu haben. Und an die beiden, an die Frau Professor Niebler und an den Manfred Weber, herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ich glaube, es ist wichtig, das Thema entweder so zu sehen, wie Rudi Fellner das gesagt hat, wo bleibt Europa jetzt oder vertieft die europäische Integration als Königsweg aus der Corona-Krise. Und wir haben es jetzt so vorgesehen vom Programm her, dass zuerst Manfred Weber ein Kurzimpulsreferat bringt und aus seiner Sicht als EVP-Vorsitzender aufzeigt, was passiert im Moment im Parlament, was passiert in der Abstimmung mit dem Rat und mit der Kommission. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, da reinzugehen. Und dann würden wir anschließend Sie hören, Frau Professor Niebler. Ich sage jetzt mal, die den doppelten Ritt macht, auf der einen Seite aufzuzeigen, was der Wirtschaftsbeirat macht. Sie haben ja ein sehr, sehr gutes Video auf Ihrer Homepage auch, in dem Sie aufzeigen, was die Europäische Union alles macht für Europa und was das Europäische Parlament auch dazu macht. Und anschließend würden wir in eine ganze Menge Fragen reingehen. Viele von Ihnen, die heute zuhören, haben Fragen geschickt an den Wirtschaftsbeirat und die werden wir dann nach der Reihe durchgehen. Um 13 Uhr sind wir dann durch und können dann gemeinsam virtuell zum Mittagessen gehen. Deswegen,
Übergebe ich an Manfred Weber. Lieber Manfred Weber, ich glaube, jetzt auch nicht mehr so leicht nach Brüssel fliegen zu können. Gott sei Dank ist der Flughafen in München nicht so weit weg und die Lufthansa hat ja noch einige Maschinen, die nach Brüssel fliegen. Aber das Spannende ist ja bei uns, dass wir jetzt plötzlich auch in die Wohnzimmer unserer Abgeordneten hineinschauen können, sehen können, dass die Decke aus Holz ist und dass jeder hier im Hintergrund die Bilder seiner Familie hat. Diesen Blick ermöglicht uns Corona, den hätten wir sonst nicht. Deswegen Start mit Ihnen, lieber Herr Manfredeur, und sind wir gespannt, was da die Impulse aus Europa sind. Danke. Ja, Herr Dr. Audebert, zunächst hoffentlich werden wir ab 1 Uhr dann nicht nur virtuell zum Mittagessen gehen, sondern nach wie vor real. Also wir versuchen es zumindest. Lieber Rudi, ich möchte mich zunächst bedanken für die Initiative, dass wir Niederbayern da, dass ihr Niederbayern und Wirtschaftsbeirat da die Initiative für die heutige Videokonferenz gemacht habt, um über dieses Thema zu reden. Aktuell nach wie vor ist ja so, dass viele Unternehmer, viele Betriebe draußen sagen, ich brauche jetzt mal ganz konkret Hilfe. Da ist natürlich Freistaat Bayern gefordert, da ist die Bundesrepublik gefordert mit den ganzen Maßnahmen, Kurzarbeit und all die Sachen, die wir diskutieren und wo jetzt wirklich Einzelarbeit notwendig ist. Und insofern freut es mich, dass eben der Blick auch darüber hinausgehen gemacht wird. Was heißt es für Grenzen, was heißt es für Europa, wie geht es dort weiter? Und dass ich das gemeinsam mit meiner Kollegin machen darf, mit der Angelika, die auch Chefin ist, Präsidentin ist des Wirtschaftsbeirats, freut mich umso mehr, dass wir da gemeinsam Rede und Antwort stehen können. Also freut mich umso mehr. Und wenn ich es ganz fokussiert machen darf, erstens, wo ist Europa? In den letzten Wochen war der Schwerpunkt der Debatte Gesundheitsschutz. Wie können wir die Pandemie stoppen? Und bei Gesundheitsfragen hat die Europäische Union keine Kompetenzen. Das heißt, wir können nicht regeln. Selbst die ganz banale Frage, können wir Italien Masken liefern, war rein nationale Entscheidung. Und ich muss auch kritisch dazu sagen, da haben wir auch ganz viel Nationalismus und Egoismus erlebt, weil dann hat es teilweise von Frankreich und leider auch von uns in Deutschland in den ersten Tagen einen Ausfuhrstopp von Masken gegeben. Jeder hat auf sich geschaut in dieser Akutphase, in dieser Notfallphase. Und Europa hat da, auch die zuständige Kommissarin, hat da nicht handeln können. Wir haben nicht irgendwas durchsetzen können, weil wir keine Kompetenzen im Gesundheitsbereich haben. Deswegen muss man fair da mit Europa umgehen, warum wir da in der ersten Phase nicht präsent waren. Ich darf übrigens für die erste Phase durchaus noch sagen, dass wir Bayern und Deutschland insgesamt, liebe Angelika, ich glaube, das kann man sagen, europaweit als gut gemanagt gesehen werden. Also so wie das in Deutschland gemacht worden ist, in der ersten Phase wird positiv gesehen europaweit. Da werden wir eher bewundert, das ist vielleicht ein großes Wort, aber da werden wir eher sehr positiv gesehen. Da können wir auch froh sein, wie das bei uns Markus Söder, Angela Merkel, wie das in Deutschland gemanagt worden ist. Das zweite große Themenfeld ist die Fragestellung, wie wir jetzt ökonomisch mit der Frage umgehen. Und da gibt es, wie gesagt, eine Reihe von nationalen Maßnahmen. Wir diskutieren in Europa derzeit die Frage eines sogenannten Recovery Funds, also eines Wiederaufbauprogramms für Europa. Viele von Ihnen haben vielleicht mitbekommen, dass diese Woche die Kommission Zahlen vorgelegt hat, was es bedeuten kann für Europa. Wir sind ja nach wie vor in einer Unsicherheitsphase, was es wirklich bedeutet. Aber die Zahlen sagen 7,5% minus beim Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, es ist eine schwerere Krise als die wir 2008/2009 mit der Eurokrise hatten. Sie ist eher vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, über das wir ökonomisch reden, von der Bedeutung her, für ganz Europa. Im Moment spüren wir das in Einzelbetrieben, aber insgesamt als Gesellschaft noch nicht so stark, weil wir noch in der akuten sozusagen Stressphase sind. Und in der Situation spricht sich die Kommission, Angela Merkel hat es im Rat auch unterstützt, für einen Recovery Fund aus, für ein Wiederaufbauprogramm für Europa aus, damit wir ökonomisch aus der Krise kommen. Und für uns in Niederbayern, in Bayern, in Deutschland möchte ich ausdrücklich sagen, ist es deswegen wichtig, weil wir ja stark vom Export ja leben. Das ist ja unsere Grundlage. Und wenn die Wirtschaft Europas nicht wieder anspringt jetzt, dann kann auch Deutschland nicht durchstarten. Deswegen ist es für uns ökonomisch so wichtig. Und lasst mal ein zweites Argument sagen. Wir haben vor 10 Jahren bereits eine verlorene Generation im Süden Europas gehabt. Italiener, Spanier, Griechen, wo junge Leute gut ausgebildet waren und keine Zukunftsperspektive bekommen. Damals Tellerwäscher gearbeitet, damals Tourismusführer durch die Städte gearbeitet haben, obwohl sie Top-Juristen waren und Top-Ingenieure waren. Und Europa, das sage ich wirklich als Europapolitiker, kann sich keine zweite verlorene Generation leisten. Wir spüren das in Deutschland, in Niederbayern nicht so stark, weil wir da Gott sei Dank nicht betroffen waren. Aber europaweit ist das ein Riesenthema. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir Deutsche auch bereit sein, jetzt diesen Recovery Fund zu unterstützen. Wir in der EVP-Fraktion machen das auf jeden Fall. Es gibt darüber hinaus noch eine Reihe von weiteren Punkten. Ich möchte es nur schlagwortartig ansprechen.
das große Thema, das uns international bewegt, ist, wer ist der Gewinner dieser großen Wirtschaftskrise? Und Sie haben vielleicht alle in den Nachrichten gesehen, dass jetzt China bereits wirtschaftlich einigermaßen durchstartet. Da kommen auch wieder Aufträge für BMW, für andere. Und ich möchte nicht, dass wir uns nächstes Jahr wieder bei einer Schaltkonferenz unterhalten und sagen, Europa ist der große ökonomische Verlierer der Entwicklung und China ist der große Gewinner. Das möchte ich nicht. Wir müssen beispielsweise auch schauen, dass wir in der Krise jetzt unsere Industrie vor feindlichen Übernahmen schützen. Die Chinesen sind mit viel Staatsgeld unterwegs, um Betriebe, die derzeit in der Schwächephase sind, aufzukaufen in Europa. Und das können wir nicht zulassen. Also wir müssen uns schützen und wir müssen aber auch durchstarten. Das sind so die Argumente, die uns bewegen auf europäischer Ebene, warum wir da jetzt vorangehen wollen. Rudi, du hast angesprochen gehabt, die Grenzfrage, die ja jetzt auch heute in allen Zeitungen ist, vor allem auch verbunden mit dem Tourismus, der für uns auch in Bayern, in Niederbayern von großer Bedeutung ist. Da würde ich die Grundlinie vertreten, wenn auf nationaler Ebene die Liberalisierung entschieden wird, die Öffnung entschieden wird, dass wir wieder versuchen, zurückzukommen zum normalen Leben, dann muss das auch für die Grenzregionen greifen, dann muss es auch für die Beziehungen zu Österreich und zur Tschechischen Republik greifen. Ich kann niemandem mehr erklären, warum ich jetzt Touristen noch in Urlaub nach Rügen fahren darf, aber nach Salzburg darf ich nicht fahren. Also das und Entschuldigung, die Freizügigkeit ist nicht einfach nur ein Geschenk Europas, es ist ein Recht Europas. Jeder Bürger Europas hat das Recht, die Freizügigkeit zu genießen. Und deswegen werden uns da auch noch Debatten, ihr habt es an Horst Seehofer heute auch gehört, Debatten bevorstehen in den nächsten Wochen. Ich sage, generell muss jeder Staat überlegen, wie er jetzt mit der Krise umgeht. Die Franzosen zum Beispiel haben nach wie vor Kontaktsperre. Also jedes Land hat seinen eigenen Weg jetzt gefunden. Aber die Länder, die liberalisieren, die müssen dann auch die Grenzen wieder öffnen. Das ist der Zusammenhang, den ich auf jeden Fall sehen würde. Und wenn es, Dr. Adelbert, wenn Sie erlauben, am Schluss noch einen eher grundsätzlichen Gedanken. Wir haben morgen ja den Europatag, die Schumann-Deklaration, wo sozusagen Europa aus der Taufe gehoben worden ist. Heute haben wir den Gedenktag 75-jähriges Ende des Zweiten Weltkrieges. Das war Bedenken und auch Begehen für mich ein Tag der Befreiung, dass Deutschland zurückkommt zu den westlichen Demokratien, zur Freiheit, zum rechtsstaatlichen Denken und so weiter. Also wenn man diese zwei Daten im Kopf hat, 8. Mai, 9. Mai, dann möchte ich schon sagen, dass wir jetzt auch für Europa wieder in einer historischeren Phase sind, wo Grundentscheidungen notwendig sind. Und deswegen, Rudi, freue ich mich auch, dass Sie im Wirtschaftsbeirat, dass du sagst, wir müssen über Europa reden. Wir müssen jetzt wieder darüber reden, wie wir es hochhalten können, wie wir es weiterentwickeln können und wie wir es in der Krisenzeit auch stärken können, weil das steht an. Deswegen danke für die Initiative und danke für die Gelegenheit, einen Beitrag leisten zu können. Lieber Manfred Weber, vielen, vielen Dank. Immer kurz, knapp, prägnant und positiv. Das ist eigentlich das Schöne, was ich jedes Mal mitnehme. Freut mich sehr. Deswegen will ich gleich auf Frau Professor Niebler übergehen. Sie werden das sicherlich genauso positiv und mit Ihrem Charme machen. Sie sind ja nicht nur Präsident des Wirtschaftsbeirates, sondern seit über 20 Jahren Europaabgeordnete und haben, ich glaube, Ihre Ämter und Ehrenämter passen auf keine 3 Word-Dokumente drauf. Ist schon unglaublich, was Sie da alles gesammelt haben. Aber Sie sind auch Mutter von zweier Kinder. Und deswegen würde uns auch so ein Stück weit interessieren dann, wie machen Sie das so im Spagat zwischen Mutter, Wirtschaftsbeiratspräsidentin, Parlamentarierin und in vielen Ehrenämtern, in denen Sie unterwegs sind, wenn Sie vielleicht damit beginnen wollen. Aber wir sind ja ganz gespannt, was Ihr Impuls ist. Bitte, Frau Professor Niebler. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Audibert, und auch von meiner Seite erstmal an den Rudi Fellner ein ganz herzliches Wort des Dankes. Ich finde es großartig, dass Sie hier uns zusammengeschaltet haben und dass wir die Gelegenheit haben, über das Kernanliegen, was uns vier, glaube ich, hier jetzt ja auch beschäftigt, wie geht es in Europa weiter, hier mal ganz offen zu diskutieren. Und lieber Herr Fellner, herrlich, wir kommen in die Schalte und das Erste, was Sie sagen, ich ändere das Thema der Schalte, finde ich super. Ja. Nein, genauso muss es sein, dass es hier auch entsprechend lebendig wird. Ja, ich würde auch gerne mit Europa erst beginnen, aber Herr Dr. Audibert, ich komme auf Ihre Frage dann, wie ich es zu Hause handle oder wie ich in der Corona-Zeit auch umgehe mit meinen vielen Verpflichtungen, gerne auch nochmal zurück.
Ein Dankeschön an Manfred Weber, dass du dich, lieber Manfred, zur Verfügung stellst. Bei dir ist ja auch permanent viel, viel jetzt los und um die Ohren. Du weißt gar nicht, wo du zuerst anpacken sollst, weil natürlich die Fäden bei dir jetzt auch aus den 27 Mitgliedstaaten vertreten durch die ganzen Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament zusammenlaufen. Und ich danke dir einfach, dass du immer wieder auch da vor Ort nicht nur die Fäden in der Hand hältst, sondern uns auch immer wieder motivierst, den gemeinsamen Nenner zu finden. Ja? Also wo ist das Gemeinsame, was uns in Europa trägt, bei allen Unterschieden, bei allen Meinungsverschiedenheiten, die wir oft über den richtigen Weg haben. Aber ich finde es großartig, wie du das schaffst, auch immer wieder, sag ich mal, daran zu erinnern, nur gemeinsam können wir es schaffen. Das gilt in normalen Zeiten, aber das gilt eben gerade auch in diesen Krisenzeiten, in denen wir uns momentan befinden. Also vielen Dank. Viel ist nicht hinzuzufügen zu dem, was du schon gesagt hast, aber vielleicht darf ich 3-4 Gedanken einfach für die Diskussion dann auch nochmal formulieren. Also erstens, Herr Fellner, Sie haben völlig recht, unser Europa lebt von den offenen Grenzen. Das ist das, worauf wir ja nun seit Jahrzehnten sehr, sehr stolz sind, dass wir hier Waren, Güter, Dienstleistungen über die Grenzen hinweg möglich machen, dass es die Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt, dass jeder von uns reisen kann, ohne hier an der Grenze her aufgehalten zu werden. Und deshalb, das muss unser Ziel sein, dass sobald das gesundheitspolitisch vertretbar ist, dass wir hier wieder ein Grenzregime haben, dass diese Freizügigkeit in allen Schattierungen, wenn ich das sagen darf, sicherstellt. Also daran müssen wir arbeiten, in Zusammenarbeit natürlich mit den Mitgliedstaaten. Ich meine, die Abwägung zu treffen, wann kann ich mehr aufmachen oder nicht, ist eine ganz schwierige Abwägung. Ja. Aber ich denke auch, bitte nicht vergessen, wie wichtig diese offenen Grenzen sind. Wir leben in Bayern, aber in Deutschland im Besonderen von einem funktionierenden Binnenmarkt. Und das, was wir ja gerade in der Krisenzeit jetzt erleben mussten, dass die Wertschöpfungsketten, dass die Lieferketten unterbrochen waren, dass also auch unsere Mittelständler zum Teil nicht produzieren konnten, weil ihnen einfach von den Vorlieferanten in anderen europäischen Ländern hier die Produkte fehlen, dass es zum Stillstand kam. Und zwar nicht nur bei der Großindustrie, wenn ich das mal sagen darf, also nicht nur im Maschinenbau und in der Automobilindustrie, sondern es hat ja Betriebe durch und durch betroffen. Oder wenn wir sehen, Sie haben es angesprochen, Thema Tourismus, ja, wir haben über 500.000 Leute, die in der Tourismusbranche hier eingebunden sind, also von den Transportunternehmen, ja, über die Dienstleister, über Hotellerie, Gastronomie, also was da an Wertschöpfung verloren geht und was wir angewiesen sind auf eben diesen Binnenmarkt. Also wir leben nicht nur von den Gästen, die aus Deutschland zu uns in Bayern anreisen, sondern wir leben davon, dass aus der ganzen Welt und vor allem aus Europa eben auch die Leute zu uns kommen. Also das ist das Allerwichtigste, dass wir diesen Binnenmarkt wirklich am Leben halten. Und da möchte ich einfach sagen, weil es ja oft heißt und Herr Fellner in seiner provokativen Einstiegsrunde ja gesagt hat, wo ist in Europa geblieben? Wir waren da, als wir feststellten, dass eben die Grenzen einfach jeder dicht gemacht hat, ohne sich jetzt da breit abzustimmen, was die Aufgabe von uns in Europa eben zu sagen, so kann es nicht sein, wir müssen für die Güter, für den Güter- und den Warentransport diese grünen Korridore einrichten. Also am Anfang hat es ja diese ewig langen Staus auch auf der Autobahn gerade in Polen gegeben, weil die Grenzen dicht waren. Aber da hat Europa doch, finde ich, relativ schnell und auch gut reagiert, die Koordinierung gemacht und auch, sage ich mal, alle zusammengeführt, dass dann die Grenzen einigermaßen hier, sage ich mal, für das, was über die Grenzen an Diensten und Waren und Gütern zu transportieren war, möglich geworden ist. Und das Gleiche gilt, wenn ich das sagen darf, für die Arbeitnehmer. Wir haben ja Erntehelfer ohne Ende aus anderen europäischen Ländern, gerade aus Polen, aus der Tschechischen Republik, die auch bei uns vor Ort seit Jahrzehnten im Einsatz sind, mit uns zusammen Wertschöpfung produzieren. Also auch da war es am Anfang ja schwierig, aber auch da ist Europa nicht untätig gewesen, sondern hat reagiert und hat sichergestellt und in Kooperation mit den Mitgliedstaaten einfach dann auch veranlasst, dass es da Lösungen gibt, ja, dass das Grenzregime so gestaltet wird, dass man es machen kann. Also um es auf den Punkt zu bringen, Binnenmarkt stabilisieren, Binnenmarkt am Leben halten, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das, was wir als Europa, als Europäer auch tun müssen, in unterschiedlichsten Facetten, ist unsere Währung stabil halten.
Ja. Deshalb, also Geld ist nicht alles, ich sage es mal salopp, aber ohne Geld geht auch nichts. Dass die EZB jetzt 750 Milliarden Euro Aufkaufprogramm hier nochmal aufgelegt hat, ich glaube, es ist in der Sache richtig, dass wir jetzt hier einfach signalisieren, wir halten unsere Währung stabil, komme, was wolle. Ja. Andere Regionen in der Welt machen das ja genauso. Wir werden wahrscheinlich nachher auch noch über das Bundesverfassungsgericht Urteil kurz sprechen, aber ich will sagen, ja, wir müssen natürlich schauen, dass Liquidität im Markt bleibt, ja, und sowohl Richtung der Mitgliedstaaten, dass unser Bankensystem in ganz Europa nicht kollabiert, das ist ganz wichtig. Und wir müssen auch auf europäischer Ebene, und deshalb haben wir viele Schutzschirme ja auch aufgebaut, insgesamt in der ersten Phase, sag mal First Aid, also erste Hilfe Phase, 540 Milliarden Euro über unterschiedliche Töpfe, ja, dass wir da auch unsere Betriebe, auch unsere Unternehmen unbürokratisch und schnell mit Liquidität versorgen können und unterstützen. Also das ist auch geleistet worden und das müssen wir auch beibehalten und das ist auch eben das große Thema mit Blick auf den auf das Recovery Package. Manfred hat es angesprochen, über das wir hier gesprochen haben. Ein dritten Punkt, Manfred hat es auch schon kurz angesprochen. Ich glaube, für uns ist auch mit Blick jetzt auf die nächsten Monate wichtig, dass wir nicht nur national, sondern europäisch denken. Es reicht nicht, wenn wir in Deutschland hier wieder unsere Wirtschaft langsam hochfahren, sondern ich glaube, wir haben auch mit Blick auf das Gemeinsame in Europa, auf unseren Binnenmarkt, auf eine große Verantwortung, dass auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten sich hier die Wirtschaft erholt. Manfred, du hattest über die vielen jungen Arbeitslosen, gerade in den südlichen Ländern, in Spanien, in Italien, in Portugal gesprochen. Also wir müssen schauen, dass wir auch, sage ich mal, mit dem, was jetzt an Maßnahmen anläuft, gezielt auch strukturelle Veränderungen in den Mitgliedstaaten anstoßen, dass eben diese Länder auch eine Chance haben, hier, sage ich mal, wirtschaftlich gesund zu werden oder wieder in die Gänge zu kommen. Das kann die Politik nicht alleine, das liegt an den Firmen. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie wir das machen, da sind wir gerade auf europäischer Ebene mitten in der Diskussion. Das werden wir sicher jetzt auch in dem Gespräch nochmal diskutieren. Ein Thema wird sein, den Ausverkauf unserer Unternehmen zu verhindern. Das ist völlig richtig. Ja. In Amerika gibt es Riesenkonzerne mit einer ganz hohen Marktkapitalisierung, die viel aufkaufen können. In China hilft der Staat massiv. Ja. Und das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir klug überlegen, wie wir das anstellen. Ja. Also auf der einen Seite natürlich die Märkte offen halten. Davon profitieren wir am meisten auch in Europa, auch in Deutschland und bei uns in Bayern. Aber also nicht Protektionismus, wie das in Amerika gerade en vogue ist oder wie auch in China de facto die Politik läuft. Aber auf der anderen Seite verhindern, dass gerade unsere Perlen, unsere auch strategisch wichtigen Firmen hier leicht Opfer von Übernahmen werden. Und wenn ich da auch in den Wirtschaftsbeirat hineinhöre, ich habe von einigen Firmenvertretern auch die Rückmeldung gekriegt, bei mir klopfen gerade die Chinesen und die Amerikaner an. Ich habe also gerade Mittelständler, die mit Innovativen auf dem Markt sind, im Bereich AI, im Bereich künstlicher Intelligenz, Robotik und dergleichen. Also da muss man wirklich aufpassen, dass wir nicht da, wo die Zukunft auch ist, dann hier zu schnell, sage ich mal, nicht präsent sind, die Finanzierung von einem Rollout in Europa nicht sicherstellen. Da müssen wir mit unseren Programmen und Möglichkeiten, glaube ich, auch dagegen steuern. Zwei Punkte noch am Schluss. Ich glaube, wir müssen den öffentlichen Investitionen hochfahren. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Aufbauphase ist es wichtig, dass wir massiv in Infrastrukturaufbau investieren. Also auch da müssen wir in Europa, Manfred, glaube ich, Geld in die Hand nehmen. Also 5G, Schiene, Straße, also alles, was an Infrastruktur möglich ist, stärkt auch unsere Betriebe vor Ort. Und da können wir als öffentliche Hand, glaube ich, dann auch entsprechende Angebote formulieren. Da müssen wir rein. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das, was mir auch noch am Herzen liegt, ist das Thema Regulierungspause. In der Krisenzeit, in der unsere Betriebe wirklich notleidend sind, schauen müssen, wie sie Insolvenzen verhindern, ja, wie sie die Liquidität am Laufen halten, wie sie ihre
Arbeitnehmer weiter finanzieren, um durch die Krise hindurchzukommen, können wir nicht anfangen mit neuen bürokratischen, regulatorischen Auflagen. Und auch da möchte ich nur mit Blick auf Europa sagen, wir im Europaparlament haben bei vielen einzelnen Richtlinien und Verordnungen angestoßen, dass wir Moratorien verabschieden, also dass das, was an Information, Dokumentation, Auflagenverpflichtung kommt, sage ich mal jetzt für ein halbes Jahr, für ein Jahr gestreckt wird, damit wir unseren Betrieben da auch die Luft zum Atmen geben. Und damit möchte ich schließen. Also wir haben hochinnovative Firmen, wir haben hochinnovative Unternehmen, ganz kleine wie ganz große. Und das, was unsere Hauptaufgabe jetzt im Bereich Aufbauphase ist, mit Corona, ich würde gar nicht sagen nach Corona, sondern ich glaube, wir werden die nächste Zeit noch länger, als es uns lieb ist, mit Corona leben müssen. Aber wichtig ist, Freiraum zu schaffen für unsere Firmen, dass sie wirklich dass die Selbstheilungskräfte, wenn ich das mal so sagen darf, in den Betrieben wirklich auch gut zum Tragen kommen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil wir in der Politik müssen den Rahmen geben, die Spielregeln definieren, organisieren, dass jeder auf dem Spielfeld auch gut unterwegs sein kann. Aber das Spiel selber machen, das sind unsere Betriebe wie niemand sonst gefordert. Und da habe ich ein ganz hohes Vertrauen in unsere Betriebe, dass das gelingt, wenn wir ihnen die Luft eben zum Atmen geben, dass sie vorangehen. So, und jetzt zum Schluss, lieber Herr Dr. Audebert, ich hoffe, ich habe nicht zu lang gesprochen. Meiner Familie geht es Gott sei Dank gut. Ich habe auch Hochbetagte. Also meine Mama ist über 80, mein Schwiegervater über 90 mittlerweile und die sind gesund. Darum geht es uns allen gut. Ich versuche wie jeder andere auch, Familie und Beruf und Politik irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ich sage es mal genauso recht und schlecht, wie das bei vielen anderen geht. Ich habe auch noch einen 13-Jährigen, der jetzt seit Wochen ja hier beschult wird. Also das ist alles herausfordernd, anstrengend. Ich kann nur alle Eltern jetzt auch aufrufen, einfach durchzuhalten, am Ball zu bleiben. Und es kommen ja jetzt die Lockerungen und dann gehen die Kinder auch wieder in die Schule, ja, oder in die Betreuung, dann wird es einfacher. Man braucht zurzeit ganz ein großes Maß an Toleranz, würde ich mal sagen. Ja. Aber jetzt sind wir schon so viele Wochen da ordentlich unterwegs gewesen. Ich hoffe, wir kommen noch durch. Also das, glaube ich, ist das Wichtigste, was man im Auge behalten muss. Nicht aufgeben, durchhalten, mal auch 4-5 Grad sein lassen, wenn ich das sagen darf. Und dann wird es schon wieder besser werden. Und da bin ich ganz zuversichtlich, wir schaffen das schon. Und wir Europäer müssen gestärkt aus der Krise hervorgehen und nicht die Chinesen oder die Amerikaner. Denen wünsche ich das auch von Herzen. Aber wir müssen auch unter den Gewinnern sein, so sage ich mal. Danke. Vielen Dank, Frau Professor Niebler. Ich will vielleicht gleich da nochmal darauf eingehen bei Ihnen. Sie sind ja auch in der Delegation der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Europaparlament vertreten. Die Frage, die sich ja viele stellen, ist, welches Modell am Ende des Tages hat die größere Resilienz? Ist es das chinesische Modell? Ist es das amerikanische Modell oder ist es das europäische Modell? Und ich will fragen, was spricht für das europäische Modell? Ich meine, die Frage werde ich Manfred Weber auch gleich noch stellen, weil das ist ja das Entscheidende. Wenn wir hoffen, dann ist es eine Sache, aber wir müssen ja schon auch Sicherheit haben, dass unser Modell, für das Sie stehen, für das wir alle stehen, für das der Wirtschaftsbeirat steht, am Ende des Tages das wirklich überzeugendere Modell ist. Was spricht da dafür? Also ich glaube, wir haben aus der Historie heraus gesehen, dass unser Modell der sozialen Marktwirtschaft ein ausgesprochen erfolgreiches Modell ist. Wir haben durch Digitalisierung, durch Globalisierung natürlich jetzt auch völlig andere Rahmenbedingungen als noch vor 20, 30, 50 Jahren. Aber wenn ich auf Europa schaue, wenn ich mir die Politik auch in den Mitgliedstaaten anschaue oder in Bayern, also ich glaube, das Erfolgsrezept soziale Marktwirtschaft, den Betrieben, den Leuten ihren Freiraum und ihre Freiheit lassen, aber dann doch korrigierend oder regulierend da einzugreifen, dass jeder eine Chance hat, dass jeder mitkommen kann, dass wir soziale Sicherungssysteme haben, dass keiner durch den Rost fällt, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Wenn er krank wird oder wenn er unter die in Richtung Armutsgrenze geht. Ich glaube, das ist wirklich ein Erfolgsmodell, auf das wir stolz sein können, ja? Und das müssen wir auch hochhalten und weitertragen, auch in diesen Krisenzeiten. Also ich glaube, es hat sich durch die vielen Jahrzehnte jetzt gezeigt, dass unser Modell ein gutes Modell ist. In manchen Bereichen, glaube ich, haben wir jetzt durch Corona gelernt, dass wir widerstandsfähiger sein müssen.
also ich sage mal, auch mehr darauf Wert legen müssen, was müssen wir in Europa an Eigenproduktionen haben, an Bevorratungen haben, damit wir auch in Krisenzeiten ein Stück weit unabhängiger sind. Also das Thema Unabhängigkeit ist ein Thema, was uns auch im Europaparlament schon die letzten Wochen ganz intensiv in den Debatten beschäftigt hat. Ich glaube, im Bereich Arzneimittel haben wir ja gesehen, dass wir da Engpässe hatten bei den Atemschutzgeräten, bei den Schutzmasken, bei der Schutzausrüstung. Da müssen wir einfach für, ich sage mal, die nächste Pandemie, die sicher irgendwann kommen wird, müssen wir Vorsorge treffen. Ja, müssen wir in Europa vielleicht auch einen Stock an bevorratenden Arzneimitteln, Medikamenten aufbauen und in den Mitgliedstaaten auch oder das wenigstens koordinieren. Da sind wir noch dabei zu überlegen, wie man das intelligent macht. Also und auch mit Blick auf die Lebensmittel, glaube ich, haben wir eine hohe Verantwortung, dass Lebensmittelproduktion eben in Europa auch sichergestellt werden kann. Nochmal nicht Märkte abschotten, aber eben gerüstet sein für den Krisenfall, dass wir da eben hier auch entsprechend gut aufgestellt sind. Da, glaube ich, haben wir jetzt in der Krise gelernt, einfach, dass wir besser werden müssen. Mit Blick auf die Firmenübernahmen glaube ich auch, dass wir viel klarer und strategischer noch definieren müssen, was muss an strategischer Produktion vor Ort auch in Europa bleiben, verbleiben, was können wir nicht rausgeben. Und auch mit Blick auf unseren ganzen Bereich IT-Sicherheit, wenn ich das mal sagen darf, und Technologie. Die nächste Generation wird die Quantencomputertechnologie sein. Da können wir nicht wieder zuschauen, dass es in Amerika oder in China weiterentwickelt wird, sondern da müssen wir in Europa wirklich auch einen kräftigen Aufschlag machen und Forschung und Innovation darauf konzentrieren. Zusammenarbeit in Europa. Ich glaube, dann haben wir eine realistische Chance, auch ein Player auf dem gleichen Level mit USA und mit China zu sein. Wunderbar, dann würde ich da gleich auf Manfred Niebler übergehen. Vielen Dank, Frau Professor Niebler. Jetzt erstmal nochmal ganz kurz auf das, ich sage mal, auf das tägliche Leben. Lieber Manfred Weber, wie lebt man und erlebt man die Krise und was gibt Ihnen tagtäglich Kraft, durch diese Krise zu kommen? Erleben tun wir die Krise alle gleich, indem wir spüren, was wir an Verlust von sozialen Kontakten haben. Das ist das, was wir alle spüren, was wir alle bedauern, dass das, was wir vielleicht als European Way of Life definiert, als Art, wie wir miteinander umgehen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man in einen Raum geht und eigentlich jemand die Hand geben will oder wenn jemand einem näher kommt und man selber dann einen Schritt zurückgeht, weil man Abstand einhalten will und so, das sind so unhöfliche Sachen, wo man sagt, was macht das mit unserer Art zu leben, wie gesagt, mit unserer Kultur. Das ist das, was, glaube ich, wir alle bedauern und sehen. Ganz praktisch heißt es, ich bin im Auto unterwegs viel mehr, weil ich jetzt nach Brüssel mit dem Auto fliege. Es gibt übrigens, Dr. Audebert, noch keinen Direktflieger von München nach Brüssel, also man muss noch umsteigen. Ja, deswegen fahre ich im Moment im Auto, wo sie mir nochmal Telefonzeit übrigens produziert, weil man dann telefonieren kann nebenbei. So praktische Sachen und natürlich das, was wir jetzt auch hier praktizieren, den massiven Schub an Digitalisierung. Das ist übrigens eine Facette, die durchaus positiv ist. Also Angelika, wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche Gremiensitzungen in Brüssel gemeinsam praktiziert, wo teilweise über 150 Kollegen aus ganz Europa über Video zusammengeschalten werden und wir virtuelle Fraktionssitzungen organisieren. Wo man ehrlich gesagt vor 3 Monaten gesagt hätte, das geht doch nicht. Also wie soll denn das funktionieren? Und heute funktioniert es plötzlich. Also insofern erleben wir da auch sicher ein paar Schübe an Innovation, die einfach durch die Krise erzwungen wird. Ich finde aber, Herr Dr. Aribert, die Frage eben sehr spannend, wie Sie es angedeutet haben, mit diesem, was ist es wert zu verteidigen? Weil wir sind sicher, die Betriebe, die jetzt zuhören, wir sind sicher jetzt im Alltag total beschäftigt. Wie können wir Mitarbeiter sichern, Arbeitsplätze sichern, wie können wir Betrieb sichern, wie können wir Kunden zufriedenstellen und so weiter. Das ist sehr, sehr drängend und sehr, sehr wichtig jetzt aktuell. Aber wenn man, wie gesagt, heute in ein paar Jahren mal wieder zusammenkommt, dann werden wir die Frage zu klären haben, wer setzt sich auf dieser Welt durch? Und wir dürfen nicht der Meinung sein, dass unser Lebensmodell, so wie wir das praktizieren, mit der sozialen Marktwirtschaft, wie es die Angelika beschrieben hat, mit dem Rechtsstaatsprinzip, mit der Frage Demokratie und all die Grundsatzfragen, die wir für selbstverständlich nehmen, dass die in der Welt selbstverständlich sind. Und es droht wirklich die Lage, dass die Chinesen die Krise jetzt nutzen, um der Welt zu zeigen, dass ihr Modell besser ist. Wenn sie wirtschaftlich rauskommen, schneller aus der Krise, und wie gesagt, BMW kriegt die ersten Aufträge aus China jetzt schon wieder, wenn die zeigen, dass sie vielleicht die Ersten sind, die Medizin entwickeln. Es gibt derzeit 7 Tests in der Welt, die bereits an Menschen durchgeführt werden, um Medizin zu erzeugen.
Drei davon, von diesen 7 Versuchen, Medizin zu entwickeln, finden in China statt. Zwei in Amerika, einer in Deutschland und einer in Großbritannien. Also die Chinesen sind auch bei der Innovation derzeit Marktführer aktuell. Wir wissen nicht, ob sie es schaffen, aber lassen Sie den Chinesen die Ersten sein, die Medizin entwickeln, was das global bedeutet. Und dann werden viele Staaten auf der Welt, in Afrika, in Südamerika, sagen, na, das chinesische Modell ist gar nicht so schlecht. Und dann sind wir plötzlich in einer Welt, wo plötzlich die Demokratie keine Rolle mehr spielt, die Freiheit des Menschen keine Rolle mehr spielt. Also es geht schon auch um Systemfragen. Ich weiß, dass das derzeit weit weg ist von dem Alltag, den wir derzeit alle erleben, weil der einfach zu drängend ist. Aber die Botschaft dahinter ist total wichtig, dass wir uns auf das beziehen. Und Rudi, deswegen ist auch total wichtig, was du gesagt hast, wenn wir da überzeugt sind, dass das so wichtig ist, dann müssen wir es in Europa auch umsetzen. Also die Polen beispielsweise, die Frage Ungarn, ist da eine drängende Frage, wo wir als EVP immer sagen, wir lösen Probleme in Europa mit Reden, nicht mit Anklagen. Also wir müssen reden miteinander, aber immer auf der Rechtsgrundlage Europas, auf den Werten Europas. Und jeder, der die nicht einhält, der muss mit Konsequenzen rechnen. Im schlimmsten Fall, das hat Günther Oettinger noch vorgeschlagen, müsste so ein Staat auch mal damit rechnen, dass ihm Fördergelder gekürzt werden, wenn er die Regeln Europas nicht einhält. Also insofern ist es wirklich, es geht um mehr. In der Politik geht es heute wieder um mehr als nur sozusagen das Alltagsmanagement. Es geht um Grundsatzfragen, wie wir morgen zusammenleben. Und der Dr. Audibert, ich bin Ihnen dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, dass in der durchaus eine Akutzeit, in der wir derzeit sind, dass man sowas auch ansprechen kann in so einer Runde. Ich will vielleicht, weil es ganz spannend ist, wenn man so sieht, was für Fragen auch reinkommen. Vielen Dank an diejenigen, die sich da auch beteiligen daran. Und es ist eigentlich doch ganz stark auch ein Stück weit von der Angst, schreibt da auch der Herr Grubasik zum Beispiel, fragt ganz konkret, können wir in dem EU Recovery Fund sicherstellen, dass er konzentriert wird auf länderübergreifende Investitionen, die auch für die nächste Generation noch nutzbar sind? Nicht auf kurzfristige Sozialgeschenke, zum Beispiel Infrastruktur, Investitionen in Bahnen, IT, Energiesektoren etc., die jeweils Jobs in den Ländern schaffen, aber auch Exporte innerhalb der EU. Vielleicht, dass man da gleich drauf geht, finde ich eine hochspannende Frage. Es geht ja auch darum, dass Ursula von der Leyen ja ganz stark diesen Green Deal oder mit diesem New Green Deal angefangen hat. Und wie kann man jetzt das beide miteinander verheiraten, dass wir das Geld, das wir jetzt plötzlich zur Verfügung haben, dass wir das auch richtig nutzen und eben nicht nur jetzt die Löcher stopfen, sondern am Ende des Tages für die Zukunft auch ganz viel machen. Dann ist die Krise auch eine Chance. Vielleicht nochmal an Sie, Herr Weber, und dann gleich nochmal an die Frau Professor Niebler. Ja, das ist der Finger in die Wunde gelegt. Genau diese Frage ist jetzt zentral. Wenn wir uns, wie gesagt, bereit erklären, dass wir den Recovery Fund machen, dass wir investieren wollen, dass das notwendig ist, wenn das okay ist und ich glaube, das ist notwendig, dann ist die zweite Frage, wie gehen wir mit dem Geld um? Und da ist eine Botschaft von mir, kein frisches Geld für alte Probleme. Das ist die eigentliche Grundbotschaft. Das heißt, wenn wir da jetzt neues Geld auf den Märkten organisieren, dann müssen wir das Geld in Zukunftsprojekte Europas investieren. Angelika hat ein super Beispiel genannt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir eben 5G in ganz Europa ausbauen, wo wir wirklich, jetzt sage ich es mal bildlich, die Masten auch mit der Europafahne auch anmalen, also wo man wirklich deutlich macht, dass Europa präsent ist und dass das mit Europa finanziert wird. Aber das würde einen Digitalisierungsschub in Europa bringen, die technische Infrastruktur bereitzustellen, die enorm wäre, die würde uns in die Zukunft katapultieren. Und genau solche Projekte sind notwendig. Und der Dr. Audibert, da gehört genau der Green Deal dazu. Wir sind für den Green Deal, wir wollen das, das ist notwendig. Wir wollen unseren Kindern eine gesunde Umwelt hinterlassen. Jeder unterstützt das. Und deswegen müssen auch hier die Zukunftsinvestitionen jetzt gemacht werden. Wasserstofftechnologie, Elektroausbau und so weiter. All die Techniken, die dafür notwendig sind, um den Umstieg zu schaffen. Und ich möchte in dem Zusammenhang, wenn ich es so sagen darf, auch darauf hinweisen, es ist für uns auch extrem wertvoll, weil Sie die vorher, Dr. Audibert, die zwei Rollen von der Angelika angesprochen haben, einerseits die Präsidentenrolle und andererseits die Europafunktion. Es ist deswegen also wichtig, dass wir da so eine starke Wirtschaftsstimme auch haben mit ihr, dass sie da an entscheidender Stelle sitzt, weil beispielsweise, Angelika, wenn ich das zitieren darf, diese Woche, als du darauf hingewiesen hast, niemand hat was gegen den Green Deal, wir müssen das machen. Aber du hast auch gesagt, Freunde, wir sind jetzt in der größten Wirtschaftskrise. Jetzt müssen wir erstmal wissen, was bedeuten denn manche Gesetze, die wir jetzt vielleicht auf den Weg bringen, was bedeuten die denn wirklich für die produzierende Wirtschaft? Und das, was du gesagt hast mit dem Moratorium, jetzt ein Stück weit Stopp sagen, Halt machen, um mal erstmal eine Lageanalyse durchzuführen, bevor wir weitere Schritte gehen. Also im Ziel, dass mir keiner falsch versteht, sind wir absolut einig, dass wir da was machen müssen. Aber in der jetzigen tiefsten Wirtschaftskrise Europas
müssen wir halt auch eine Folgeabschätzung machen, die dann wirklich tragfähig ist. Angelika, das hast du die Woche ja eingebracht nochmal. Und das ist das, was wir halt jetzt in der Wirtschaft, in der Politik balancieren müssen. Die Zukunftsthemen verbinden mit dem, was uns aktuell einfach umtreibt, weil wir jetzt auch Krisenmanagement zu machen haben. Ist richtig. Ich meine, jedes Unternehmen muss heute in Szenarien denken, sonst braucht es nicht zur Bank gehen und nicht zur KfW gehen. Und die Szenarien aufzustellen, ist natürlich nicht ganz einfach. Deswegen an Sie, Frau Professor Niebler, eine Frage von Rüdiger Weiß. Es ist ja ein Thema, das auch ganz viele umtreibt hier. Auch wenn Corona-Bonds vorerst abgewehrt werden konnten, stellt sich die Frage, ob der Weg in die Transferunion weiterhin verhindert werden kann. Macron und die Südeuropäer werden da nicht locker lassen. Welche Position nimmt hier die CSU ein? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Weiß. Also völlig richtig. Wir haben auch im Parlament und in den Fraktionen immer wieder die Diskussionen. Aber ich kann Ihnen sagen, die CSU steht da sehr, sehr fest. Wir sind der Meinung, dass diejenigen, die verantwortlich handeln und Entscheidungen treffen, dann auch die Haftung dafür übernehmen. Also Verantwortung, Handlung und Haftung gehören in eine Hand. Und deshalb sind wir gegen die Corona-Bonds und jede Art von Transferunion und Vergemeinschaftung von Schulden. Und das wird auch unsere Position weiterhin sein. Und ich hoffe, wir setzen das durch. Wenn wir jetzt über Recovery Fund und über 1 Billion Euro Unterstützung, über welche Struktur auch immer diskutieren, dann ist für uns eines wichtig. Zum einen, Manfred, das war dein Thema auch heute die ganze Woche im Parlament. Das Europaparlament muss in die Frage, wie diese Mittel ausgegeben werden, welches Ziel damit verfolgt werden soll, wenn wir Mitgliedstaaten unterstützen, auch vom Europäischen Parlament mitentschieden werden. Also da gibt es Diskussionen auch mit den Mitgliedstaaten, die das gerne nur mit der Kommission und der Administration ausdiskutieren wollen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch ein Sagen haben. Und da ist unsere Linie, wir müssen ein konkretes Ziel vorgeben, wofür Gelder verwendet werden. Man braucht ein Stück weit, man braucht auch Konditionalität in dem Sinne und wir müssen irgendwo auch ein bisschen Kontrolle haben. Ja? Also ich weiß, bei unseren Kollegen aus den Südstaaten ist Kontrolle ein ganz schlimmes Wort und dieser europäische Stabilitätsmechanismus, der ja mit der Troika da kontrolliert hat, hat einen ganz schlechten Ruf. Ja? Aber ich glaube schon, dass es fair ist. Es sind Mittel, ja, die ja irgendwo am Ende des Tages der Steuerzahler bezahlt. Und deshalb muss da, finde ich, eine parlamentarische, demokratische Kontrolle auch möglich sein und eine Entscheidung möglich sein, in der das Parlament eingebunden ist. Und lassen Sie mich noch, und darauf arbeiten wir hin. Also andere Kollegen sehen das anders, aber unsere CSU-Position ist da eindeutig, wenn ich das sagen darf. Und als wir jetzt vor 14 Tagen unsere Resolution zur Corona-Krise auch im Parlament verabschiedet haben, freue ich mich schon, dass es uns gelungen ist, dafür auch eine Mehrheit zu organisieren. Aber Sie haben völlig recht mit Ihrer Frage. Diese Frage beschäftigt uns tagtäglich. Ich glaube übrigens, dass uns das Bundesverfassungsgerichtsurteil jetzt von dieser Woche auch sehr hilft, ja, weil eben schon auch das Thema Verhältnismäßigkeit von Entscheidungen abwägen, wofür wird was finanziert, ja, eine große Rolle ja in der BFFG-Entscheidung auch gespielt hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Diskussion weiterzuführen und dass wir da einfach auch mit unserer Position stehen bleiben und klar machen, was geht und was nicht geht. Also insofern hoffe ich, dass wir die Entscheidung, die wir ja vor 14 Tagen getroffen haben, auch inhaltlich halten können. Einen Satz möchte ich gerne, wenn Sie mir das erlauben, Herr Dr. Adebert, noch anfügen. Also ganz wichtig, Forschung und Entwicklung hier wirklich massiv hochzufahren. Herr Professor Grubasek hatte völlig recht. Also das ist die Chance jetzt, nicht Haushaltslöcher in manchen Mitgliedstaaten stopfen. Das kann es nicht sein. Manfred, du hast das angesprochen. Sondern da hinein investieren, ja, wo wirklich auch eine Perspektive für die Zukunft ist. Wir haben uns Prioritäten für die 5 Jahre ja in Europa gesetzt mit Blick auf die Digitalisierung und den grünen Deal und die sind auch nicht vom Tisch. Ich bin zutiefst überzeugt, man muss diese Zielsetzungen, ja, die übrigens nur erreicht werden, wenn wir ganz stark Innovationen fördern, ja, also nicht Regularien und Vorgaben machen, sondern Innovationen fördern, dann gelingt es uns vielleicht auch andere zu überzeugen, in der Welt diesen Weg mitzugehen. Aber wichtig, gerade in solche Projekte auch zu finanzieren und die zu unterstützen, eben wo perspektivisch wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann Wertschöpfung haben. Das finde ich wichtig und unsere Betriebe jetzt erstmal hier mit den Rettungsschirmen versorgen, dass sie einfach diese schwere Zeit auch überstehen können.
Danke, es ist ganz interessant, wenn ich vieles deckt. Toni Hinterdobler, ein großer niederbayerischer Europäer, geht genau auf dieses Thema ein, auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes und meint auch dazu, dass man endlich auf Instrumente mit höherer Zielgenauigkeit setzt und nicht einfach das Geld streut. Ganz ähnlich Professor Mertens, der schon nochmal sehr kritisch die Währungsunion anspricht. Jetzt gehe ich aber nochmal tiefer rein. Wenn man jetzt mal anschaut, gerade dieses Thema Corona, ja, eben, was nehmen sehr viele wahr, auch man sieht es in den Chats, dass es oft ein Wort ist, das dann Europa entzweit. Ja. Die einen setzen auf Corona und die anderen setzen genau nicht auf Corona. Liebe Manfred Weber ist ja einer, der ausgleichend ist. Ich merke bloß, dass wir an diesen Wörtern manchmal uns so festzahren in Europa. Und da fehlt mir manchmal, sagen, ist ja völlig gleich, ob das jetzt Corona heißt oder gleich wie heißt, sondern wir wollen in Europa was voranbringen. Vielleicht nochmal ganz kurz tiefer reinzuschauen, wie denn die Meinungsbildung ausschaut, lieber Manfred Weber, im Moment in Europa, in diesen Vielstimmigkeiten. Vorher, wenn man sich face-to-face getroffen hat, war es nochmal leichter, aber jetzt ist alles per Videokonferenz zu machen, Stimmungen mitzubekommen, Gefühle mitzubekommen, muss doch jetzt deutlich schwerer sein, wie es vorher war. Das ist anders, so würde ich es formulieren, aber meine Erfahrung ist, dass es... Immer ausgleichend, nicht schwieriger, sondern anders. Ja. Wenn man richtigen Frust hat, wenn man richtig engagiert ist, dann gelingt es einem trotzdem auch in der Videokonferenz, das zum Ausdruck zu bringen. Also, aber Sie haben recht, es ist eine andere Welt, in der wir jetzt leben, die verhandelt wird. Aber man muss schon sagen, die Beschlusslage, dass der Recovery Fund mit den Aspekten, kommt Europa aus der Krise raus, China-Aspekt, die Frage verlorene Generation, Solidarität in Europa, dass das ja jetzt der Arbeitsauftrag aller Staats- und Regierungschefs ist. Das ist ja die jetzige Beschlusslage. Das ist das Ergebnis des letzten Rates gewesen. Angela Merkel hat es im Bundestag erklärt, hat es auch dort vorgestellt. Und da gibt es bisher auch einen großen Konsens. Auch wenn ich mit Leuten spreche, keiner sagt Schotten dicht und das interessiert mir alles nicht, sondern es gibt viel Verständnis füreinander und viel aufeinander zugehen. Und jetzt muss es halt gelingen, das auch zu fassen in Strukturen und dann auch in Geldern, vor der wir da stehen. Und wenn wir eben sicherstellen können, dass die Gelder, die wir da jetzt bereitstellen, und man muss da schon ehrlich sein, wir reden da jetzt schon auch über Schulden. Das muss man schon ehrlich sein, weil der Freistaat Bayern macht jetzt 20 Milliarden Euro neue Schulden. Der Albert Fürhacker sagt für Bayern, dass wir die nächsten 20 Jahre jährlich 1 Milliarde zurückzahlen. Ich meine, das ist eine gewaltige Belastung für die zukünftigen Haushalte, was wir da in dem Jahr machen. Die Bundesrepublik Deutschland macht massive neue Schulden, um unser Land, unsere Wirtschaft, unser Leben zu stabilisieren. Und in der europäischen Ebene bleibt uns auch nichts anderes übrig, als ein Stück weit in die Zukunft zu buchen. Das ist die Realität. Das muss man einfach anerkennen. Übrigens macht das ja die ganze Welt. Schauen Sie sich mal die Programme in Amerika an oder die in China an. Also die ganze Welt macht das. Und deswegen muss man da schon ehrlich sein. Wir buchen ein Stück weit auf die Zukunft. Und umso wichtiger ist es, dass wir das Geld eben jetzt nicht für gestern ausgeben, sondern eben für morgen ausgeben. Und wenn uns das gelingt, dann schaffen wir das auch. Und mit der Überlegung erlebe ich schon viel wachsenden Konsens. Wenn wir gleich vielleicht ganz kurz bei dem Thema drinnen, kurz, dass ich reingehe auch. Jetzt haben wir ja in Niederbayern, aber auch in ganz Bayern ganz stark das Thema Automobil. Ja. Wir haben eine ganz starke Automobilindustrie. Da kommt auch die Frage aus dem Chat heraus, kann die Innovationsführerschaft bei Umwelttechnologien weitergehen? Sie sind ja, kommen genau aus diesem Bereich her, sind ja Ingenieur in der Umwelttechnologie. Lieber Manfred Weber, wie schaut es denn da ganz konkret aus mit dem Automobilbau? Die großen Automobilfirmen sprechen davon, sie wollen die Abwrackprämie wieder haben. Ist das das richtige Modell dazu oder gehen wir da in die falsche Richtung? Gerade in Niederbayern, Oberbayern, Schwaben trifft ja Automotive ganz, ganz massiv und das ist ja ein Thema auch Wirtschaftsbeirat. Wie ist denn da die ganz konkrete Positionierung eines EVP-Vorsitzenden? Die konkrete Positionierung ist, dass wir jetzt das Anlaufen der Märkte abwarten sollten. Ich glaube, dass es jetzt zu früh ist, zu entscheiden, dass wir da eine konkrete Abwrackprämie brauchen. Wir wissen nicht, wie das Kundenverhalten ist, wie schnell sich die Menschen da wieder auf den Normalbetrieb sozusagen einlassen, wie schnell die wieder in die Autohäuser gehen und ihr nächstes Leasing-Auto oder fest gekauftes Auto dann bestellen. Das kann man jetzt nicht entscheiden. Deswegen würde ich da mit Vorsicht vorgehen. Wenn es um die Zukunftsinvestitionen geht, dann sage ich, sollten wir eher überlegen, wie wir unsere Industrie, auch der Autoindustrie, jetzt bei den großen Innovationssprüngen, die bevorstehen. Mhm. Die Frage Elektroauto ist ja in aller Munde,
aber auch die Frage für die Lastwagen, beispielsweise Wasserstofftechnologie, für meine München und so weiter, die Wasserstofftechnologie. Ich habe eben mit Herrn Meyer aus Niederbayern telefoniert, der im Erdölgeschäft und im Energiegeschäft so stark aktiv ist. Und wenn ich da den Investitionsbedarf anschaue, dann könnte auch ein Flagship, also ein Leitprojekt für die EU sein, dass wir wirklich flächendeckend jetzt in die Elektroinfrastruktur investieren, damit wir da den Umstieg schaffen in die neuen Technologien. Das sind echte Investitionsprogramme dann, die Zukunft schaffen. Und das wäre das, wo ich einen Schwerpunkt draufsetzen würde. Und wie gesagt, bei der konkreten Abwrackprämie würde ich heute mal sagen, warten wir noch ein paar Wochen ab, wie wir sehen, bis die Märkte dann wieder laufen. Wie gesagt, aus China kommen ja die Orders. Amerikanischen und die anderen Werke laufen ja auch schon wieder. Dingolfing ist jetzt diese Woche angelaufen. Jetzt würde ich mal sagen, warten wir mal noch ein paar Tage ab. Es ist ja spannend, weil das Volk, also jetzt gestern in der Befragung im ARD herauskam, dass 65% der Deutschen diese Abwrackprämie gar nicht gut finden. Ja. Das war beim letzten Mal noch deutlich anders. Das ist auch zu sehen, wie das gar nicht so ist. Man kriegt 4.000 Euro geschenkt, wenn man ein Auto kauft, dass das gar nicht mehr so interessant ist, wie es mal früher war. Wollen wir nochmal tiefer reingehen, jetzt Niederbayern. Bayern, geht um den Wirtschaftsbeirat Bayern, es geht um unsere Regierungsbezirke. Jetzt, wenn man anschaut, Bayern ist ja durch die Krise anders durchgekommen wie der Rest vieler anderer Bundesländer. Wir haben aber auch die meisten Opfer gehabt. Ja? Wir haben die meisten Opfer heute noch. Was ist denn das Thema Krankenversorgung und dann natürlich auch Thema Gesundheit und EU? Wird es jetzt ein Thema sein nach der Krise, dass man sagt, das Thema Gesundheit darf nicht mehr auf Länderebene sein oder darf nicht mehr auf Bundesebene sein, sondern es muss nach Europa verlagert werden, weil sonst können wir das gar nicht schaffen, gegen eine Pandemie vorzugehen und sind dann auch nicht richtig gewappnet in der nächsten Pandemie. Wie schaut da der Narrativ aus? Kommt auch viele Fragen rein, die genau darüber gehen, was machen wir anders bei der nächsten Pandemie und ist da eine Verlagerung Richtung Europa richtig oder nicht richtig? Zuerst bei Sie, und dann nochmal an die Frau Professor Niebler, bitte. Also das ist eine komplexe Frage, weil ich möchte zum Beispiel nicht, dass wir jetzt irgendwie die Finanzierung des Gesundheitswesens nach Europa machen. Das ist gut in Deutschland organisiert, unsere Krankenkassenbeiträge, die wir bezahlen, da haben wir Länderkompetenz, da sind auch die Unterschiede in Europa sehr, sehr groß. Aber wenn man konkret auf Corona geht und überlegt, wie schauen die Konsequenzen, was haben wir zu lernen daraus, dann beginnt es bei ganz banalen Sachen, zum Beispiel, dass wir keine gemeinsamen Statistiken hatten. Wir wussten nicht, wer ist Corona-Patient, wer ist schon ein Toter und so weiter. Es wurde in ganz Europa unterschiedlich gemessen. Das heißt, wir bräuchten oder auch die Einstufung, welche Maßnahmen sind notwendig, welche Maßnahmen sind wirkungsvoll im Kampf gegen die Pandemie. Wir bräuchten in Europa ein wirklich starkes Robert-Koch-Institut für Europa, so würde ich es mal formulieren. Also gemeinsame Stelle, wo wir einfach die Standards gemeinsam definieren, was ist notwendig und was ist nicht notwendig. Und dann haben wir zumindest ein gemeinsames Arbeitsfeld, auf dem wir uns bewegen. Ich habe selbst im letzten Europawahlkampf für ein Thema angestoßen in Sachen Krebsbekämpfen auf europäischer Ebene. Ihr Hand, da sieht man es deutlich noch. Ja. Genau, in Sachen, wo wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam stärker sein. Und da leuchtet, glaube ich, jedem ein, wenn es um Forschung geht, dann sind wir als Europäer gemeinsam natürlich viel stärker im Kampf gegen so schlimme Krankheiten wie Krebs und auch in der Pandemiefrage jetzt, um Impfungen oder Medizin dann zu entwickeln, als wie wenn es jeder Staat für sich macht. Das heißt, gemeinsame Forschung endlich anzustoßen und dann auch die Koordinierung innerhalb der Staaten. Ich sage Ihnen beispielsweise, die Gesundheitsversorgung hat auch viel mit Wissenstransfer zu tun. Ich habe erlebt, dass in belgischen Krankenhäusern man Methoden bei der Krebsbekämpfung anwendet, die in Rumänien schlicht nicht bekannt waren. Also es geht nicht einmal darum, um Geld auszuteilen, sondern es geht auch um Wissenstransfer in Europa zu organisieren, die Ärzte auf ein gemeinsames Niveau zu bringen. Und da kann Europa viel leisten. Wie gesagt, Zusammenlegen von Gesundheitssystemen, nein. Sozialsysteme sollten national bleiben, der Meinung bin ich. Aber wir haben genug auf europäischer Ebene, um einen wirklichen gemeinsamen Vorteil für alle zu bringen. Und die sollten wir jetzt auch angehen. Und da darf ich jetzt mal ehrlich nochmal sagen, auch Richtung Bayern und Deutschland, wir sollten bei solchen Sachen dann zukünftig nicht immer zunächst mit dem Ansatz rangehen, da soll sich Europa raushalten, weil das machen wir schon gut genug, sondern es wäre für mich schon auch eine schöne Erfahrung aus der Krise raus, dass wir zukünftig nicht erst eine Krise brauchen, bevor wir das Sinnvolle miteinander machen. Das ist schon auch so eine Lektion, die man vielleicht aus dem Ganzen herausnehmen kann. Wunderbar, danke.
Frau Professor Niebler, Deutschland war ja mal die Apotheke der Welt. Das heißt also, all die großen Pharmafirmen waren weltführend. Ja? Ob das eine Bayer, eine Böhringer, gleich wie die alle heißen, Merck sind. Was ist da draus geworden? Das ist ja für die Pandemie ein ganz wichtiges Thema gewesen. Wir haben ja Gott sei Dank die Trägerwerke in Lübeck gehabt, die die Beatmungsgeräte herstellen. Die Amerikaner mussten da erst dann mit GE und mit GM die Thematiken voranbringen. Was ist denn da für uns wichtig jetzt in der Wirtschaftsbeiratsbezogen, welche Unternehmen wollen wir da mehr fördern in dem ganzen Thema Pandemiebekämpfung bzw. Pharma- und Medizinprodukte? Ja, also vielen Dank. Erstmal glaube ich, dass wir da in Bayern schon sehr, sehr gut unterwegs sind. Und Gott sei Dank haben wir ja auch noch Pharmaindustrie bei uns in Bayern ansässig. Also jetzt nehme ich nur mal Roche heraus in Penzberg, ja, mit Tausenden von Schweizer Unternehmen. Ja. Mhm. In Schweiz, aber immerhin, also produziert und geforscht wird bei uns hier vor Ort in Bayern. Und es sind viele Bristol Myers Squibb und MSD und so. Also es sind ja viele Firmen bei uns auch da vor Ort da. Also insofern bin ich zuversichtlich, da scheinen wir doch auch, unser Ministerpräsident und die bayerische Staatsregierung scheint da schon die richtige Standortpolitik gemacht zu haben über die letzten Jahre, sonst wären die Firmen alle gar nicht mehr da und das ist gut so. Also ich glaube, wir müssen da gar nicht jetzt uns neu überlegen, wie wir da neu fördern. Die Firmen investieren ja selbst massiv in Forschung und Entwicklung. Bis heute ein Arzneimittel auf den Markt kommt, dauert ja Jahre mit Blick auf alle klinischen Studien und Tests, die durchzuführen sind, und ich glaube, da haben wir eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Und das, was in der Tat noch intensiviert werden kann, ist die europäische Zusammenarbeit. Wir haben eine extrem engagierte Forschungskommissarin, auch auf europäischer Ebene, Maria Gabriel. Und ich kann nur sagen, also seit Januar, nicht erst seit März, sondern seit Januar, hat unsere Forschungskommissarin europaweit und international die Forscher zusammengebracht in Form von Plattformen, von Austausch, von gemeinsamen Projekten. Wir haben über 130 europäische Projekte jetzt allein in diesen Monaten hier auf die Schiene gebracht, um gegen Covid-19 einfach hier uns zu wappnen und Forschung zu intensivieren, was Impfstoffe anbelangt, was Medikamente und was Behandlungen anbelangt. Also so schlecht sind wir da gar nicht in Europa unterwegs. Und das müssen wir weiter intensivieren und austauschen. Und das, was Manfred sagte, Herr Dr. Adebert, das finde ich ganz wichtig. Wir brauchen verlässliche Daten und eine verlässliche auch medizinische Analyse. Ja. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man dann am Abend immer die Nachrichten verfolgt, wie schauen denn die Corona-infizierten Zahlen heute aus? Und dann kommt immer Johns Hopkins Universität. Ja. Also ich frage mich schon, warum wir da nicht irgendwie haben. Also wir haben eine Agentur sogar in Europa, die eigentlich für diese Form der Datenerhebung auch zuständig sein soll. Manfred, das müssen wir mal kritisch hinterfragen, warum wir da nicht weiter sind. Aber da müssen wir ran, dass wir da in Europa, glaube ich, eigenständiger werden. Und das Thema Gesundheitsversorgung, das ist ein nationales Thema und soll auch bleiben. Kein Mensch will sich in die nationale Gesundheitspolitik einmischen. Also da bin ich voll im Einklang mit dem, was Manfred Weber ausgeführt hat. Die einzige Frage, wo wir schon nochmal stellen müssen, brauchen wir mehr Produktion in Europa? IFO-Institut hat gesagt, nein, also wenn ich die ersten Meldungen richtig analysiert habe, und darüber muss man einfach sprechen, das muss man sich genau anschauen, wir brauchen eher mehr Bevorratung, ja, um in so einer Krise, in so einer Pandemie nicht so abhängig von anderen Regionen in der Welt zu sein. Aber produziert wird eigentlich in Europa ganz ordentlich, auch im Arzneimittelbereich. Also das muss man sich mal anschauen. Und dann müssen wir uns, wie gesagt, wenn wir sagen, da und dort haben wir einfach noch ein Defizit, dann müssen wir überlegen, wie wir das lösen, ja, ohne jetzt neue Hürden und Hemmnisse hier in Sachen Investitionsbereitschaft von Dritten aufzubauen. Aber ich glaube, für Pandemiefälle müssen wir sicherstellen, dass wir besser aufgestellt sind. Und vielleicht brauchen wir da auch ein Stück weit Bevorratung, auch koordiniert auf europäischer Ebene, so würde ich mal sagen. Gut. Da sind wir in der Diskussion, ist noch offen. Wunderbar. Also wenn ich ein ganz klein wenig zusammenfassen darf, schon spannend, auf der einen Seite zu hören, um wie viel Geld geht es. Ja, wir haben jetzt ganz wenig über die Europäische Zentralbank gesprochen, über die Entscheidung, was da rauskommt. Aber ich glaube, wir haben eines gemerkt. Wir haben in Europa zwei Abgeordnete, die sehr wohl massiv an ihrer Arbeit dran sind, sich total engagieren. Ich glaube, das ist eine, was für uns hier in Bayern ganz wichtig ist. Was sich gezeigt hat, dass ich hier im Chat viele
Leute daran beteiligt haben, viele in Fragen und spannende Anmerkungen gebracht haben. Wir haben über die Erntehelfer gesprochen, Frau Professor Niebel, wir haben über die ärztlichen Austausch über Grenzen gesprochen. Manfred Weber hat richtig sehr klar angesprochen, wenn jetzt die Binnenmärkte wieder aufmachen, dann müssen die Grenzen ganz schnell fallen, weil wir sonst eben ein ganz wichtiges Erkenntnis der EU verlieren. Geliebte europäische Solidarität kommt in dem Video sehr deutlich raus. Da fehlt uns, glaube ich, noch etwas, ja, dass wir so merken, dass nicht die Italiener gegen uns sind. Und ich habe fast Angst, wenn ich mit meiner Familie dieses Jahr in Italien Urlaub fahren können, dass dann Italiener sagen, ihr Deutsche habt uns nicht geholfen in der Krise, wir lassen euch nicht mehr rein und ihr kriegt keine Pizza mehr. Das ist ja dann auch geliebte europäische Solidarität. Ja, nein. Am Ende des Tages haben wir es, glaube ich, gut gemacht mit den Bundeswehrflugzeugen, die dann Schwerstkranke in die Krankenhäuser gebracht haben. Wir haben über den Recovery-Plan gesprochen. Wir haben gemerkt, fand ich sehr gut, lieber Manfred Weber, dass man sagt, man investiert nicht in Projekte von gestern, sondern in Projekte von morgen. Das wird ganz wichtig sein, weil das Geld ja nicht umfassend ist, sondern irgendwann ist auch Schluss da. Und wir müssen an unsere Kinder denken, die müssen das zurückbezahlen. Wenn das jetzt allein im bayerischen Haushalt 10 Jahre sind, dann sind es in der Bundesrepublik, ich habe es mir kurz zugerechnet, 20 Jahre und habe Europa noch gar nicht dazugerechnet, was wir verschulden lassen, dann auf die nächste Generation rüberbringen. Wenn es gut angelegt ist, dann ist es wie in der Wirtschaft, dann gibt es einen guten ROI, einen guten Return on Investment. Wenn wir es falsch machen, dann haben wir was falsch gemacht. Lieber Rudi Fellner, nochmal vielen Dank an dich. Es, glaube ich, war ein guter Return on Investment, dass wir uns diese Stunde Zeit genommen haben. Vielen Dank an die beiden Panel-Teilnehmer. Vielen, vielen Dank an all die, die mitgemacht haben. Vielen Dank an Herrn Dr. Schachter noch als Generalsekretär, der die ganze Sache organisiert hat. Und von meiner Seite, die Vielfältigkeit Europas ist am Ende des Tages in jeder Krise besser. Das ist im Wald so. Eine Monokultur ist nie so stabil wie eine Mischkultur. Und wenn wir dieses Bild des Waldes mitnehmen, das ist Europa. Wir haben unterschiedliche Bäume, die unterschiedlich stark sind. Insgesamt zusammen müsste Europa mit all den Anlagen, die es hat, deutlich besser hervorgehen wie China und die EU und dann die Vereinigten Staaten von Europa. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Einen ganz schönen Nachmittag und ein gutes Essen. Ich habe meine Maske dabei in den richtigen Farben des Wirtschaftsbeirates und gehe jetzt dann zum Essen. Lassen Sie es sich schmecken, vergelt's Gott und einen schönen Nachmittag. Wiedersehen.